die Brille abnehmen. Elke Huessel war jahrelang ausschließlich Friseurin. 2016 ging sie mit ihrem Mann nach Graz und erfüllte sich dort einen Herzenswunsch. Sie lernte in 3 Jahren alles übers Perückengeschäft. Ich wollte das genau so machen, weil das die Frauen einfach so bereichert. Und das ist auch das, was mir die Kraft wieder gibt. Wenn die mit einem Lächeln hier rausgehen, das kann man gar nicht beschreiben, das kann man mit Geld nicht aufwiegeln. In ihrem neuen Beruf ist Elke Huessel viel mehr als Beraterin oder gute Zuhörerin. Sie weiß, welcher Druck auf ihren Kundinnen lastet und bietet ihnen einen geschützten Raum. Wichtig ist für mich, dass meine Kundinnen zu jeder Tageszeit kommen können, nicht abgestempelt werden, erst nur morgens oder abends. Und dieser Raum gehört ihnen. Sie dürfen hier alles. Sie dürfen heulen, sie dürfen lachen, sie dürfen rumlaufen. Sie sind hier geschützt. Hier dürfen sie alles. Und es gibt ihnen Sicherheit. Nicoles Haare fallen aus. Sie hat Brustkrebs und bekommt Chemobehandlungen. So, ich beginne von hinten. Wenn irgendwas sein sollte, ich soll aufhören, dann sag es. Okay? Kein Thema. Wir haben Zeit. Okay. Ich richte mich komplett nach dir. Okay? Also ich beginne jetzt. Sich die Haare abrasieren zu lassen, fällt Frauen nicht leicht. Eine Wahl haben sie jedoch nicht wirklich, denn bei fast allen fallen die Haare während der Chemobehandlungen aus. Ich komme jetzt langsam nach vorne. Ja, ich merke, es wird kalt. Ja. Ich bin froh, dass die Haare weg sind, weil es ist schon nervig gewesen. Da überall habe ich meine Haare verloren in der ganzen Wohnung, im ganzen Haus. Und von daher schon gut so. Du meine Güte. Ich weiß, ich habe eine Krankheit, ich krieg Chemo, mir gehen die Haare aus. Ich weiß, das ist jetzt im Moment halt so, aber jetzt sind die Haare ausgegangen, danke. Und, aber sie kommen wieder. Bereits lange vor der Radikalrasur wurden verschiedene Perücken anprobiert. Ob blond, gesträhnt, dunkel, rot, kurz, lang, pink, egal, das identifiziert uns. Das gibt uns unser Gesicht, das sind dann wir. Und jetzt auf einmal, man weiß, dass es weg muss. Und es ist, sind zu 99,9% froh, wenn es runterkommt. Aber es ist trotzdem ein wahnsinniger Schritt, sich mal hier die Haare runterzurasieren. Es ist soweit. Nicole bekommt die Perücke aufgesetzt, die sie sich ausgesucht hat. Hier hinten wird es angezogen. So. Wir sind auf eine Hochzeit eingeladen und dann habe ich gesagt, also zumindest da. Jetzt, ob ich die jeden Tag daheim aufsetze, wahrscheinlich eher nicht. Meinem Hund ist wurscht, ob ich eine Perücke aufhabe oder nicht. Aber ich denke, so zu offiziellen Sachen oder wenn man mal zum Einkaufen geht, ist schon schön, wenn man dann ja, normal aussieht. Schau. Und dazu gehört auch das passende Make-up, mit dem sich Nicole wohlfühlt. Denn durch die Chemo fallen auch häufig die Augenbrauen aus. Oft haben die Krebspatientinnen trockene und fahle Haut oder dunkle Augenringe. Beim Schminken geht es auch darum, mich vor der Außenwelt zu schützen. Also erstmal für mich selber, um mich wohl zu fühlen. Also einfach dieses, wow, jetzt sehe ich wieder gut aus. Mit einfachen Mitteln. Jetzt ist Nicoles Initiative gefragt. Sie muss das Aufsetzen ihrer neuen Perücke mehrmals üben. Das Zweithaar muss perfekt sitzen, sonst sehen Außenstehende sofort, dass damit etwas nicht stimmt. Also auf 3, ne? 1, 2, 3. Schön nach hinten ziehen. Genau. Und schön raus. Oh, du bist ein Naturtalent. Das macht, was du gesagt hast. Halt nicht angucken. Okay. So. Wir sehen gleich aus. Genau. Wenn ich die Kundin dahin gebracht habe, dass sie gestärkt mit aufgerechtem Rücken und auch noch ein Strahlen hat, das gibt mir eine Kraft und ein Glücksgefühl, weil ich weiß, ich habe alles zu 1000% gemacht. Danke dir. Ich danke dir.